Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play SimCity Städte der Zukunft. Kleines, feines Ründchen SimCity hier und tja, beim letzten Mal habe ich festgestellt, wir hatten 100.000, jetzt sind wir bei 9 und ich habe gerade eigentlich nur die Aufnahme unterbrochen und wieder gestartet. Wie das geht, keine Ahnung. Das ist der Spirit of SimCity, ja, manchmal Minus, manchmal Plus, aber immer kein Plan warum, ja, so ist das halt. Gut. Jetzt kriegen wir hoffentlich eine Solardachetage, zack drauf, denn unsere Stadt hungert nach weiterer Energie und kriegt diese natürlich dann auch. Ich würde ganz gern Parkanlagen, Dachetagen draufbauen, aber Strom ist halt momentan eher gefragt. Wobei jetzt, wie gesagt, durch diese zweite Dachetage wird es natürlich auch wieder besser. Und ich hoffe, dann kriegen wir hier auch ein bisschen mal die Lunte aus dem Feuer. Nicht genug Omega ist jetzt wirklich so ein Mega-Problem bei uns, oder? Also Müll müssen wir mal wieder neu verteilen. Da reicht einer. Der Rest geht hier rüber. So, Krankenwagen, Feuerwehren, Police. Okay, also da war das größte Problem. Die ganzen Fahrzeuge, die eigentlich hier rausgehen sollten und hier die Nachbarschaft versorgen sollten, die haben alle aufgehört zu arbeiten durch die Katastrophe. Und jetzt kriegen wir hoffentlich dann bald wieder durch die Exporte Geld. Habe ich jetzt auch irgendwie nicht so ganz kapiert, warum das so ist. Hier mit dem handeln wir hauptsächlich, mit dem Nahverkehr. Schule kommen irgendwie alle zu uns. Warum auch immer. Warenlieferungen kommen aber auch von den Nachbarn, was auch cool ist. Dafür gehen unsere Ladenbesucher, gehen auch außerhalb, okay, unsere Arbeiter. Von da kommt Arbeit rein, okay. Also insgesamt auch eigentlich eine ganz nette Verteilung in der Stadt. Okay, okay, okay. So, neue Dachetage läuft hier. Jetzt machen wir sogar leicht ein ganz geringes Plus. Wenn wir jetzt die nächste bauen, kriegen wir auf jeden Fall wieder mehr Energie rein. Und können dann hoffentlich unser Omega auch ein bisschen verarbeiten. Omega dürfte jetzt nicht mehr so ganz das Thema sein. Wir müssten auch mehr Gewinne jetzt machen. Also zumindest in der nahen Zukunft. Omega. Ja, wir müssen nämlich mal schauen, dass wir die Betriebe, die wir eigentlich gerade aktuell haben, auch ein bisschen versorgen können. Der Megatower hat jetzt noch keinen Omega-Fortschritt, kriegt er aber auf jeden Fall. Die haben den schon und geben auch schon ganz gut Geld an Omega-Franchise ab. Gut. Ja. So, mittlerweile gar kein Finanzspritzen mehr durch Kauf, durch Verkauf, nur noch durch Kauf. Okay, dann bauen wir hier unten jetzt nochmal eine kleine Omega-Battery hin. Machen wir das mal so und ich hoffe, dass das so funktioniert. Also erstmal Lieferungen anmachen. Und hier rein Omega, nix Drohnen. Oh oh. So, und dann hier unten kommt nochmal eine hin. Die Omega fertigt. Dann haben wir auf jeden Fall nur rein Omega. Müssten wir dann eigentlich ganz gut raus sein aus der Nummer. Und wir müssten unsere ganzen Betriebe wieder ein bisschen versorgen können mit Omega. So. Jetzt hoffe ich, dass das irgendwie ein bisschen läuft. Kaufen wir da nochmal einen kleinen Kredit ein, dann können die nämlich alle sich einkaufen. Denn, so wie ich das sehe, können wir momentan unsere Last nicht hier zahlen, unsere Schulden. Was wir allerdings jetzt machen sollen, wenn wir gar kein Geld mehr haben, weiß ich jetzt auch nicht. Oh Gott. Drohende Finanzprobleme. Arsch! Wie schaut es denn eigentlich mit der Bevölkerung hier aus? Hat sich auch ein bisschen gebessert schon. Was ist denn mit dem Omega eigentlich jetzt so das Problem? Wir müssten doch an die Nachbarn hier gerade megamäßig abgeben können.
Ja, wir machen momentan durch unsere Nachbarn echt kein bisschen, kein Pfennig Geld. Ja, dann erhöhen wir halt mal die Steuern, oder? Aber das wird uns gerade überhaupt nichts helfen. Ja gut, besser einen kleinen Gewinn als gar keinen Gewinn, sage ich mal. Ne? So, hoffentlich können wir dann auch echt wieder ein bisschen was bezahlen. Gefällt den Leuten echt jetzt die höheren Steuern? Okay, wenn ihr Steuern wollt, sollt ihr Steuern haben. Die sind echt, die sind mega happy, dass wir die Steuern erhöht haben. Ja, okay, sind sie nicht. Was ist denn jetzt eigentlich euer ganzes Problem hier, Freunde? Hä? Wo ist denn das Ding? Wir müssen noch Omega hier herstellen bis zum Abwinken. Würden wir wahrscheinlich auch, wenn die hier durchkommen würden. Aber hier ist ein mega Verkehrsstau. Obwohl, jetzt so um 4 Uhr nachts rollt der Verkehr wieder. Wenn ich wahrscheinlich in der Früh gucke, ja, dann bricht hier alles zusammen. Also was wir auf jeden Fall machen müssen, ist hier diese Zwischendinger auflösen. Vielleicht machen wir das Ding hier noch weg. Dann ist hier nicht so ein Kreuz. Wenn wir das Ding hier wegmachen, ist hier auch nicht so ein Kreuz. Aber das können wir, glaube ich, gar nicht so wegmachen. Weil hier ist nämlich unser Shuttlebus-Depot okay. Aber dann würde sich das zumindest hier nicht so reinstauen, ne? Ach, ich weiß nicht, Freunde, ich weiß es echt nicht. Unsere Omega-Zentralen, die arbeiten auch gut, aber hier der Verkehr, nicht genug Omega, nicht genug Omega, ja. Versuchen hier rauszukommen, krampfhaft, aber auch hier, es geht einfach nichts voran. Deswegen, wenn wir diese Kreuzung hier wegmachen würden, killen wir zwar unser Shuttlebus-Depot, aber das ist jetzt, glaube ich, eher nicht so schlimm. Beziehungsweise, wir brauchen sie ja eigentlich gar nicht wegmachen. Wir brauchen eigentlich nur den Zubringer löschen. So. Dann ist das nämlich nicht angeschlossen, das Ding, und dann können sie Autos über den Bordstein tragen. Und hier wird es hoffentlich dann besser. Genauso wie wir hier diese Kreuzung ein bisschen entstressen, indem wir einfach hier sagen, geh doch mal her und mach doch mal das hier weg. Doppelter Gehweg. Ja, okay. So. Dann gucken wir mal, was war hier. Hier war ein bisschen Industrie. Nicht viel davon. Und hauptsächlich Wohnraum. Auch nicht viel davon. Dann machen wir hier mal rein Wohnraum rein. So, jetzt hoffe ich mal, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das da ein bisschen rentiert hat, was wir hier getrieben haben. Normalerweise sollte wenigstens ein bisschen Entspannung dann hier herrschen. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Aufräumarbeiten. Vielleicht siedelt sich dann mal irgendwas an, was hier auch wirklich Sinn und Verstand hat. Wahrscheinlich Grund zu hohe Steuern hier, dass die aufgegeben haben. Ein verlassenes Gebäude noch irgendwo. Finde ich jetzt nicht. Nee, doch, jetzt weg. Okay. So, dann müssen wir mal gucken, dass jetzt echt ein bisschen Geld reinkommt in die Kassen. Aber wir machen ganz gut Geld. Wir müssen einfach nur warten. Schauen wir mal, mit den Bussen. An dem Busdepot sehen wir ganz gut, wie sich der Stau hier entwickelt. Ja. Wir haben zwar jetzt nicht mehr lange Geld, aber gut, wir haben auch, geben auch gerade enorm viel an Krediten wieder aus. Okay, es geht jetzt auch wieder, es wird auch langsam wieder. Wir verkaufen jetzt an unsere Nachbarschaft wieder, mal wieder, ja. Gut, der Stau von außerhalb, der ist schon ein bisschen länger geworden, ist jetzt aber nicht so schlimm. Wir erhöhen mal wieder die Steuern.
bisschen alles auf 12. Dann haben wir wenigstens ein gesundes Plus, dass wir natürlich auch dann wieder irgendwo in Omega-Produktion stecken, die jetzt momentan wahrscheinlich eher stagniert, weil eben nichts reinkommt. Das sehen wir im Handel wahrscheinlich ganz gut. Wie schaut es hier aus? Ja, die sind nicht alle nicht mehr ganz so voll. Hier ist zum Beispiel, hier fehlt Erz. Das müssten wir vom Weltmarkt kaufen, kriegen es aber momentan halt nicht, weil kein Geld da ist. Ist natürlich blöd. Was mich aber trotzdem am meisten ärgert, ist halt einfach, dass der Verkehrsstau hier uns momentan so dermaßen lähmt. Und deswegen auch hier die ganzen Fahrzeuge. Wobei, ich möchte mir jetzt einfach mal lügen und sagen, dass hier der Verkehr, seit wir das hier abgebunden haben und das hier ein bisschen verlegt haben, flüssiger läuft. Wir könnten das natürlich jetzt auch noch von der Hauptstraße wegnehmen, dieses Netz, diese Anbindung hier an der Seite. Dann, dann würde das vielleicht auch ein bisschen besser gehen. Aber die stauen sich hier eher überhaupt in die gesamte Stadt rein. Das Ding ist ja hier nicht nur alleine. Wie schaut's denn aus? Wir haben doch hier irgendwo dieses kuriose Shuttlebus-Depot reingebaut. Ah, können wir uns nicht leisten. Schildchen können wir uns auch nicht leisten. Naja gut, das soll auch unsere geringste Sorge sein. Was sagt der öffentliche Nahverkehr eigentlich zu der ganzen Aktion? Und zwar Straßenbahnen ist natürlich ganz unbeliebt, weil zu wenig Verkehr. Wird das überhaupt angenommen? Ja gut, es wird schon angenommen. Aber nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Wir könnten jetzt Folgendes machen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Sinnigste, was man machen kann, aber wir könnten... Naja, okay, wir können es nicht machen, weil die Kohle uns fehlt. Aber zumindest kaufen wir Roherz ein. Das ist schon mal etwas. Okay. Die Überfall im Gange. Ja, alle Probleme können wir jetzt auch nicht bewältigen. Okay, die Omega-Produktion läuft. Bin auch ein bisschen... hier wird es dann schon knapp mit dem Erz. Aber sie läuft. Und reinwärts ist unser größtes aller Probleme. Aber intern läuft es eigentlich ganz nett. Und jetzt machen wir wieder richtig Kohle an Omega. Und wir haben wieder die anderen Städte im umliegenden Land übernommen. Gerade dieses Simon City von hier drüben. Das macht uns halt enorm viel Geld. Ne? Also da, ihr seht schon, plus 25.000 die Stunde. Hier drüben verdienen wir 5.000 die Stunde. Hier verdienen wir gar nichts. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber das bringt uns wieder fröhlich Schotter in die Kassen. Und wenn wir 30.000 verdienen, können wir auf jeden Fall hier wieder ein bisschen die Steuern runterhauen. Auf 11 zumindest. So. Wir könnten auch die Steuern insgesamt nochmal ein bisschen runtersetzen. Hier bei den einfachen Arbeitskräften, die wir ja auch dringend brauchen. Obwohl, machen wir es insgesamt mal ein bisschen angenehmer für unsere Bewohner. Und dann sollte hier mal wieder so ein kleiner Bauboom entstehen. Und jetzt checken wir mal kurz die Lage. Energie haben wir. Kein Thema. Kaufen wir das? Ne, wir verkaufen aber auch nichts. Okay. So, check. Dann Wasser schaut gut aus. Abwasser geht noch gerade so. Müll. Ja gut, Müll ist ein mega Problem. Wertstoffe fehlen, ja. So. Krankenwagen, kein Thema. Verbrechen ist ein mega Problem. Ist ein echtes mega Problem. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Gefängnisse wahrscheinlich mal wieder voll sind. Gut, jetzt ist das Ding so weit aufgebohrt, wie es nur geht. 70 Gefangene passen da rein. Ja, solange hier... Pff, Alter Schwede, was ist denn hier los? Ich habe jetzt eine kleine, aber feine Idee. So für den Nachmittag, ne? Also, oder Abend. Wir sparen jetzt mal wieder, bis wir ein bisschen Geld in der Kasse haben.
also quasi nächste Folge. Und dann schauen wir, dass wir hier irgendwo, wo es halt gerade so geht, gut, das hier zum Beispiel ist ein beste Beispiel überhaupt dafür, dann schauen wir mal, dass wir so hindeichseln können, dass wir mehr Autobahnen hier reinbekommen. Gerade solche Routen wie die hier, die könnte man locker löschen und durch eine Autobahn ersetzen. Also durch so eine breite Straße. Die könnten wir dagegen komplett rausmachen. Soll sich so hier ein bisschen stauen. Ein bisschen. Ja, wenn hier eine Autobahn auch noch dazwischen hängt, genauso wie hier rüber oder beziehungsweise hier rüber noch eine Autobahn reinzusetzen, dann verläuft sich der Verkehr einfach ein bisschen besser. Also wenn wir quasi große Straßen, wo jetzt nichts Besonderes dazwischen ist, wie jetzt, keine Ahnung, irgendein großes, teures Gebäude, was wir noch finanzieren, dann könnten wir hier ein bisschen den Verkehr entlasten. Wenn wir hier zum Beispiel die Straße killen, da ist jetzt das Rathaus dran, braucht eh kein Mensch. Die Grundschule ist auch nur sauteuer und bringt nichts. Und die Kultstätte, naja, wir gehen da rein, 133 und abends gar niemand. Okay, also ihr seht, sehr wichtig. Das ist natürlich mit der Pumpstation wieder ein bisschen ärgerlicher. Hm. Gut, müssen wir uns dann darum kümmern. Wenn wir nämlich hier diese Straße als Hauptstraße durchbauen würden, oder meinetwegen lasst es diese Straße hier sein, und dafür dann diese lange Straße nochmal als große Straße zwischenbauen würden, wäre das doch ganz cool, fände ich. Naja, gut. Aber das bauen wir dann in der nächsten Folge um, würde ich sagen. In der schaffen wir es vermutlich nicht mehr. Deswegen danke ich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao!